So, wir befinden uns hier in Großvogtsberg im Muldental. Und das, was wir hier sehen, ist die Hinterlassenschaft, das ehemalige Huthaus, Pochwerk und Erzwäsche der Grube Christbescherung unten an der Mulde. So sieht das aus. Wenn man sich nicht mal um historische Gebäude kümmert. Dieses Anwesen war noch bis in die 90er Jahre bewohnt, also noch ein Wohnhaus, wurde dann aufgegeben und ist nun restlos dem Verfall preisgegeben. Oje, oje, sieht das aus da drinnen. Inzwischen ist nur schon das Dach eingestürzt, ne, hier oben. Das Dach eingestürzt. Das war's dann für das Haus. Eines Tages kommt die Abrissbirne. Ja, das ist die Freiberger Mulde. Hier unten. Bei Großvogtsberg, also die Freiberger Mulde sieht eigentlich nie Freiberg, ne? Die macht immer großen Bogen drumherum hier. Halsbach, Halsbrücke, Großvogtsberg, sieht nie Freiberg, die Freiberger Mulde. Heute ein begehrtes Angelgewässer. So, links neben dem Huthaus von 1872 befindet sich ein weiteres Kahnheberhaus, was im Zuge des Bergwerkskanals hier errichtet wurde, im Zeitraum von 1787 bis 1789. Ist also das Pendant zum Kahnheberhaus in Rothenfurt, Halsbrücke drüben, an der Freiberger Mulde. Ja. Dieses Kahnheberhaus zu Großvogtsberg ist aber leider nie in Betrieb gegangen. Dennoch ist es heute noch vorhanden hier. Ne? Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Also Kahnheberhaus ist im Grunde genommen ein Schiffshebewerk. Ne? 1887 bis 1899 hier unten an der Mulde errichtet. So, hier haben wir noch einen versteckten Seiteneingang. Da könnte man auch hier rein. Ne? Sehr kleine Räumlichkeit hier. Nicht allzu groß. Ja, und durch die Tür bin ich früher auch mal durchgekrochen, ne? Ist auch schon lange her, ne? Ja. Ja. Ja, schön bewachsen, ne? Herrlich hier bewachsen, ne? Die ganze Sache von außen. So, dann machen wir noch mal einen Schwenk rüber zur Mulde. Freiberger Mulde. Was man dort im Hintergrund sieht, die Häuschen, das ist schon Hohentanne. Hohentanne. Kleines Dorfchen, nicht weit von Großvogtsberg entfernt. So, im unmittelbaren Anschluss an das Kahnheberhaus beginnt hier der Bergwerkskanal. 1787, 1789 Bauzeit, Bauherr vom Kahnheberhaus und diesen Bergwerkskanal zum Transport für Erz, das Silbererz. Johann Friedrich Mende war der Baumeister.
So wie wir hier schon erkennen, verschwindet hier die Trassierung. Ist auch dann hier hinten noch mal besser zu sehen. Ja. Ja, hat sogar einer früher mal eine Gartenanlage gehabt hier. Also eben eine kleine Gartenlaube. Und dieser Bewohner von Großvogtsberg hat vorne im Huthaus gewohnt. Und hatte dann hier hinten sich einen Garten angelegt, mitten auf dem Bergwerkskanal. Also die Trassierung kann man ja noch erkennen. Nur die Einfassung mit den Feldsteinen ist nicht mehr vorhanden. Hier oben geht die Trasse lang. Der Kanal ist 8 Kilometer lang, beginnt hier unten in Großvogtsberg an dem Kornheberhaus, geht über Großschirmer, Rotenfurt, Halsbrücke in die Hütte Halsbrücke. Dort wurde das Silbererz aufgearbeitet und zum Silber verarbeitet. Ja, hier noch schön zu erkennen. Die ehemalige Trasse vom Bergwerkskanal. Einige Steine sind erhalten. Und wie man hier unschwer erkennen kann, wurde wahrscheinlich der Stein gleich hier vor Ort gebrochen. Sieht aus wie ein kleiner Steinbruch, ne? Also Steine und Gestein war hier reichlich vorhanden im Muldental bei Großvogtsberg. So, das ist nun die Freiberger Mulde hier. Herrliches Tal bei Großvogtsberg. Rechts von uns befindet sich die ehemalige Trassierung, wo hier nicht mehr viel davon zu sehen ist. Nehmen wir uns nochmal einen Blick Richtung Hohentanne. Ja, die Mulde früher zu DDR-Zeiten ein sehr schmutziges Gewässer. Heute kristallklares Wasser und ein beliebtes Angelrefugium. So, hier sehen wir was Besonderes. Das ist ein sogenannter Fledermauskasten. Der hängt hier im Muldental als Besiedlungsobjekt für Fledermäuse. In der Regel handelt es sich dann um braune Langohren. So, da gehen wir die paar Schritte. Hier hinten kann man es schon erkennen. Die Fortführung des Bergwerkskanals in Holz. Und hier ist es am späten Nachmittag, wir haben es ja schon gleich 5:30, läuft man schön kühl im Schatten. So, ab hier beginnt wieder die Trassierung, die man gut sehen kann. Ja, gemäuert aus Feldsteinen. Hat hier ungefähr eine Höhe von so zwischen 2,50 Meter und 3 Metern. Und die Gesamthöhe ungefähr über der Mulde, ja, ich würde sagen so 6 Meter, 6 bis 7 Meter. Ne? So, und hier haben wir eine Besonderheit. Hier ist ein Durchschloss. Da geht quasi ein Tunnel, eine Röhre unter diesen ehemaligen Bergwerkskanal. Und das hat seine Besonderheit, weil hier an dieser Stelle, stand früher eine sogenannte Wasserhebeanlage. Diese Wasserhebeanlage wurde im Zusammenhang mit dem Bergwerkskanal 1788 erbaut. Ebenfalls von dem Erbauer dieses Bergwerkskanals und des Kahnhauses, was wir vorne gesehen haben, von Johann Friedrich Mende. So, an dieser Stelle, wenn es hier gestanden hat, stand also diese Wasserhebeanlage.
Hier stand ein Wasserhebehaus, das beherbergte ein Wasserrad mit einem Durchmesser von 11,2 Metern bei einem Durchmesser von 1,5 Meter. Zwei Gestänge wirkten jeweils auf zwei gekuppelte Pumpen und die waren viereinmal übereinander angebracht, um das Wasser auf eine Höhe von 33 Meter anzuheben in den oberen Kunstgraben. Und dieses Wasser wurde benötigt als Aufschlagswasser für das Kehrrad des Köpels der Grube Christbescherung zu Großvogtsberg. Beachtliche Leistung. So schön kann unsere Heimat sein. So, hier sehen wir nochmal einen Teil von diesem Bergwerkskanal. Hier waren die Förster aktiv und haben ein bisschen Holz gemacht, Rodung. So, da sieht man schön, wie da hier hinter nach links verläuft, weiterhin, ne? Bis dort hinten an die Kante und macht dann hier an der Mulde entlang Richtung Großschirmer, Rotenfurt, Halsbrücke in die Hütte, ehemalige Hütte in Halsbrücke. So, die Hütten sehen wir nochmal. Das letzte Teil dieses Bergwerkskanals in gemauerter Ausführung. Ne? War alles gemauert. Da muss man sich überlegen, hier zu dem damaligen Zeitpunkt, das musste alles mit Pferden oder mit Ochsen gespannt transportiert werden. Diese ganzen Massen an Steinen. Ne? Der Kanal hat ja eine Länge von 8 Kilometer. Da waren allerhand Steine benötigt. Ne? So, das ist die Trassierung des Bergwerkskanals, also die Fortführung Richtung Großschirmer. Kaum noch auszumachen Gelände. Kann man von hier aus an die Graben lang gehen, ist auch ein bisschen beschwerlich, weil er total zugewachsen ist. Kommt man in Großschirmer raus. Und in Großschirmer an diesem Bergwerkskanal, die auch lange Zeit lang dieses Bergwerkskanal Wasser genutzt haben, liegt die Papierfabrik Kurprenz. Papierdeckel, Bierglasuntersetzer.